Logisches Sei-Ho, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trolls. Und bevor ich euch jetzt die Standardansprache halte, die ich am Anfang von jeder Folge halte, kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar die von dem Logo, der vergessen hat, in seiner Aufnahme das Mikrofon einzuschalten. Deswegen ich die Aufnahme jetzt nochmal neu starten musste. Ich hatte schon eine Aufnahme komplett im Kasten und musste die jetzt verwerfen. Und die andere hatte ich gerade angefangen und habe da bemerkt, oh, mein Mikrofon ist ja gar nicht eingestellt. Und ja, das ist jetzt der Punkt, wo ich bin. Ich habe quasi 1,5 Aufnahmen in den Sand gesetzt. Aber Leute, bevor ich jetzt mit der Folge loslege, ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr mehr davon wollt. Slayt den fetten, logischen Daumen hoch durch. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, slayt den Abo-Button durch und drückt die Glocke an. Solltet ihr kein Video mehr verpassen. Ich habe in dem ersten Video auch sehr viele Termine für die Gamescom jetzt nochmal so angesprochen, dass jeder das so weiß. Und ich glaube, das Video hier kommt wahrscheinlich erst am Freitag online, was für viele wahrscheinlich schon zu spät ist. Den Troll wollte ich jetzt eigentlich erst in der zweiten Folge machen. Egal, scheißen wir drauf, wir springen direkt in die zweite. Ich habe Holz gefarmt, habe mir ein neues Jetpack gecraftet und habe erstmal versucht, etwas Ordnung hier in meiner Base zu schaffen in der ersten Folge. Und in der zweiten wollte ich den Troll machen. Ich habe ungefähr 20 Minuten damit zugebracht, diese Kapsel hier zu aktivieren. Habe sie zwar nicht richtig ausgerichtet bekommen, aber ich habe zumindest meinen halben Farbstoff wieder. Ich glaube, zwar hatte ich eine Doppelkiste, ich bin mir echt nicht sicher, aber zumindest habe ich die eine Hälfte wieder. Das ist schon mal ein guter Anfang, vor allem auch ein Jetpack zu haben. Oh, yes, das ist ein geiles Feeling. Ich habe einen ganz coolen Troll ausgearbeitet, aus einem Grund. Copper hat in der Hochzeitsfolge, die ich euch, by the way, unbedingt empfehlen würde, die gibt es hier oben auf der Infocard, hier oder hier, wenn nicht, unten in der Videobeschreibung. In der Folge hat Copper meinen zweiten Tank abgebaut und den ersten hat er wahrscheinlich im Momo-Troll abgebaut. Die sind für immer weg. Ich glaube, das wird in diesen kleinen Abschnitten hier gerechnet, in den hier. Genau kann ich euch das aber auch nicht sagen. Also hier passen eigentlich 16.000 rein, der ist auch schon fast voll. Ich sag mal so, er hat mir um die 30.000 XP-Punkte geraubt und ich könnte ausrasten. Aber wir kommen zum Troll. Da ich jetzt auch nicht wieder ein Jetpack habe, kann ich nämlich zu Coppers Base hochfliegen. Wir werden uns nämlich für diesen... Oh, mein Minecraft-Bug. Ich muss noch zwei Boxen wieder bekommen. Das ist einmal die und die, also so eine Kapsel, in der befinden sich einmal meine wertvollen Items und einmal meine Decke und meine Inventory-Pads. Aber wir widmen uns jetzt dem Troll. Wir fliegen kurz mal rüber zu Copper. Die Turrets sind ja momentan deaktiviert. Weiß ich nicht, ob das was direkt mit der Hochzeit zu tun hat. Ich glaube aber eher, Stylex hatte da irgendwas im Schilde und hat deswegen die Turrets von Copper abgebaut. Wir wollen nicht zu Stylex, wir wollen eigentlich durch zu... Ah, hier komme ich nicht lang. Ich wollte eigentlich durch zu Copper. Ich kann mich doch hier sicherlich reinbauen. Genau. So, Leute. Ihr kennt sicherlich alle den Signed Pictures Mod. Wer ihn nicht kennt, der wird ihn jetzt kennenlernen. Das ist der Mod, mit dem man, ich sag mal, lustige kleine Sachen, ne, auf Schilder packen kann. Kleine Bildchen. Und ich dachte mir, da Copper mir ja jetzt einige XP-Sachen schuldet, können wir ihm ja auch da ein bisschen was zurückgeben. Ich habe mich noch nie mit dieser Mod beschäftigt, aber das wollte ich jetzt einfach mal nachholen. Wir machen diesen einen schönen Hauptraum hier frei. Ja, ich weiß von Copper, er hat ja angeblich schon eine neue Base. Da weiß ich aber noch nicht mehr dazu. Also ich weiß nicht, wo die ist. Und wenn ich die jemals finden sollte, werde ich die auf alle Fälle verunschalten. Aber man kann jetzt, ich habe das glaube ich auf Ö oder K, ich glaube auf Ö. Ah, da ist es. Gönnt euch diesen sexy Typen. Ich kann das auch direkt hier hochladen, das ist ja praktisch. Okay, Leute, ich muss jetzt nochmal mein Game neu starten und auch mein Aufnahmeprogramm. Als ich nämlich die Signed Pictures Mod benutzt habe, hat er nämlich irgendein anderes Fenster geöffnet, was dazu geführt hat, dass unschöne doppelte Aufnahmen kreiert wurden. Es hat gelaggt, dann hat mein Aufnahmeprogramm nicht mehr reagiert. Egal, ich habe die Aufnahme quasi jetzt nochmal neu angemacht und... wir fangen an, den Raum jetzt hier zu füllen. Dafür muss ich aber trotzdem noch einmal diese Signed Pictures Mod öffnen. So, und jetzt können wir das hier platzieren. Wieso kann ich das nicht massenweise platzieren? Ah, jetzt geht das, jetzt geht das. Jetzt kann ich die nacheinander platzieren. Das ist einfach wunderschön. Ich hätte das Bild auch etwas größer machen können, aber ich finde, die Masse macht's. Ich habe so viele Schilder, wir könnten das auch noch von außen machen. Da sollte ja nichts passieren. So, das kommt noch dahin, das kommt dahin. Da haben wir, die waren ja schon fast voll. Plus ist es halt auch echt schade, dass die ganze Zeit oben links diese Anzeige blinkt. Die ist voll störend. So, dann nochmal schwupp und schwupp. Herrlich. Ich weiß, ich war nicht das letzte Mal. Oh, warte mal, das hier. Da buggt irgendwas. Ah, nee, das ist, weil ich dorthin geguckt habe. Schwupp. Oder machen wir es außen? Also, ich fände ja außen auch super lustig. Ist hier noch das Loch drin? Jetzt habe ich das Schild nämlich einmal in der Hand. Da können wir das ja auch noch hier außen dran machen. Ja, da fangen wir. Hier ist so irgendwie so Stylex sein Ding, aber das können wir ja da. Okay, das war mit Abstand die blödeste Idee, die ich jemals hatte. Ich weiß nicht, wieso ich da nicht fliegen könnte. Also, ich bin ja selten ein bisschen selbstverliebt, aber ich muss ehrlich sagen, das ist eins der schönsten Fotos, was ich von mir habe.
Dass ich das nicht auf Instagram habe. Gott, ich habe noch so viele Schilder. So, wir können hier noch ein paar Schilder hinbasteln. Theoretisch sind die beiden ja jetzt verheiratet. Da können sie auch den Troll zusammen genießen. Vor allem, ich habe so ein kleines Bild, das passt einfach überall hin. Oh mein Gott, das ist einfach unbezahlbar. So, hier noch. Ja doch, wir könnten schlafen. Dann hört morgens mindestens der Regen auf. Alter, das sieht so verstört aus. Okay, dann machen wir hier mal noch einen dran. Ah ja, hier noch. Ich glaube, seine Base wurde jetzt erfolgreich gelogot. Da kriegst du ja Angstzustände. Junge, das ist krank. Das ist, ich finde das auch geil, wie dieses Gesicht aussieht von der anderen Seite. So, dieses. So, da dürfte ihr theoretisch so ein Auge angucken. Oh, das ist so unbezahlbar. Es ist einfach so unbezahlbar. Warum bin ich nicht viel früher auf die Idee gekommen? So, Stylex, sein unterer Bereich sollte damit jetzt eigentlich getrollt sein. Ja gut, hier passen noch ein, zwei Dinger hin. Ich habe mehr als genug Schilder. So, dann machen wir hier alles schön voll. Hier passt mehr als genug hin. Oh. Für euch alle gibt es genug Logoköpfe. Keine Sorge. So, damit ist Stylex sein unterer Teil hier abgeschlossen. Es laggt auch nicht. Keine Performance-Probleme. Das freut mich. So, komme ich hier irgendwie rein? Oh, das ist eine Kunst. Das ist eine Kunst. Das ist eine Kunst. Das ist eine Kunst. Ah. Ah, los, komm, 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 komm. Oh, so, dann machen wir noch sein Bart voll. Ich glaube, da muss ich mir gleich nochmal ein paar mehr craften. Oh mein Gott, wollen wir das in Zukunft so machen, dass er mir einfach Bilder auf Twitter sendet und ich die dann irgendwie mit einbaue? Halleluja, ist das geil. Ich war seit 8 Minuten nichts anderes, als hier Schilder aufzustellen und ich bin so glücklich. Okay, perfekt. Bald startet... Oh, nach der Gamescom startet übrigens ein neues Format mit Dena. Da könnt ihr euch drauf freuen. Vielleicht packe ich den Mod da auch rein. Könnte praktisch sein. So, dann hier noch. Und ich dachte, die Wand ist geil. Oh Gott, es ist einfach perfekt. Wir babbeln jetzt einfach noch so viel voll wie geht und dann mache ich mir noch ein paar mehr. Ich weiß nicht, wieso ich diese Mod nicht schon viel früher benutzt habe. Das ist ja, weiß ich nicht. Okay, das verschmilzt richtig strange. Okay, warte mal, da bauen wir das eine Schild mal ab. Wie es aber auch nicht laggt, das ist einfach super gut von der Performance her. So, mein letztes Schild, glaube ich. Ja, ich muss mir ein paar mehr. Nee, eins habe ich noch. Hat er hier nicht ein Crafting Table? Ja. Das geht ja super schnell. Ja, also das kriegt man ja so schnell zusammen. Ich habe mir auch vorgenommen, nicht so viel aufzunehmen. Habe ich ja am Anfang der Folge gesagt, ich muss es ja auch noch schneiden. Schwupp, da machen wir hier noch eins dran. So, dann hier. Stellt euch vor, ich müsste das alles einfügen. Oder von Hand tippen. Da würde ich doch niemals diese Masse schaffen. An die Decke kann man es nicht hängen. Das wäre aber auch zu geil. Sodass es auch noch von oben so runterguckt. Kommst hier hoch, wirst einfach von 1000 Logo-Gesichtern begrüßt. Ich hoffe wirklich, dass Copper sich da freut. Also, er muss sich ja freuen. Gott, er liebt mich ja eigentlich auch. So, wir müssen mal kurz noch hier ins gemeinsame... Ah, nee, das ist die Küche. So, hier ist das Schlafzimmer. Da kann ich natürlich auch nicht draußen bleiben. Ich muss hier eingebaut werden. So. Ah, ja, ich spüre so ein bisschen hier die Schwerkraft, die mich anzieht. Hier sind irgendwelche Graviator aufgebaut. Ich habe keine Gravity Boots dabei. Da muss ich echt aufpassen. Oh, das ist ja perfekt. So, können wir noch eins tief? Ah, nee, da sind wir schon unten, ne? Okay. Ja, hier kann ja auch einer rein. Ich habe mehr als genug Schilder. Ist genug für alle da? Boah, der guckt ja sogar am Glas so vorbei. Traumhaft. So, dann gehen wir mal hoch. Ich find's hübsch. Selten so oft mein Gesicht gesehen. Ach, das ist einfach herrlich. Wir kommen fast die Tränen, so schön ist das. Ich hoffe, dass ihn das einfach jeden Tag aufs Neue daran erinnert, dass er mir meine... Dass er mir 32... Sagen wir mal 30.000 XP schuldet. Oh, wunderbar. Ich würde sagen, wir können ja bei Stylex noch ein paar aufstellen. Komme ich hier direkt durch? Ich kann mich doch eigentlich durch die Decke bauen. Oh, man. Oha, Jungs. Wow, hier ist ja noch genug Platz. Dann bauen wir hier mal noch welche auf. Dann trollen wir gleich beide. Ich meine, jetzt sind sie verheiratet. Jetzt können sie beide den Troll schlucken. So, dann machen wir... Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der hübsche Logo im ganzen Land? Ich natürlich. So, wow, Alter. Ich habe diese Boost-Dinger halt in der letzten Folge so hart eingestellt. Das war einfach krank. Jetzt verheiratet, da wird es Zeit für eine kleine Renovierung. Bevor sie in die Flitterwochen aufbrechen, brauchen sie natürlich auch eine Erinnerung daran, wer hier, sagen wir mal, der Mann im Haus ist. Er hat gesagt, ich darf seine Rune auch nicht anrühren. Mache ich natürlich. Halte ich mich dran. Und mach mal kurz eine Logo-Rune daraus. So, ich habe zum Glück noch mehr als genug Schilder. So, perfekt. Hier noch eins hin. Und da noch eins hin. Und da noch eins hin. Und da noch eins hin. Dann auf die Seite müssen noch ein paar. Da könnte man sich auch so sein eigenes Logo-Bastelset irgendwie zusammenstellen, wenn man sich die Rune hier vorne nochmal anguckt. Schaut euch das an. Und da... Ah, Schilder schon wieder alle. Da noch eins hin. Und 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 da noch eins hin. So, das ist erstmal Stylex seine Base oben. Resteverwertung, sage ich mal so. Wir müssen ein Feld nach unten und die Dinger sind halt auf Super-Dings gestellt. Aber ich komme ja hier unten rein. Genau, das... Oh, perfekt! Er kommt also in seine Base rein und sieht erstmal das. Oh mein Gott, der wird sich... Er wird sich vor Freude nicht mehr halten können. So, wie kommen wir jetzt bei Copper rein? Hier. So, bei Copper ungefähr das gleiche. Er kommt hoch... Ah, nee, wartet. Er kommt ja von hier. Das ist die erste Station, ja? Also dezent. Er geht einen nach oben, er sieht das. Als ob ich so daneben stehe und so... Copper, wenn du mir meine ganzen XP zurückzahlst, ich
helft ihr gerne beim Entfernen der Schilder. Ohne Mist, das ist einer der geilsten Trolls, die ich jemals gemacht habe. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns die Tage wieder. Die Messe ist ja dann wieder vorbei. Ich bin ja dann wieder zu Hause. Es geht dann wieder aktiv los. Ich hoffe, wir sehen uns die Tage dann wieder. Bis dann, bleibt logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Ciao. By the way, check mal meinen Zweitkanal aus. Da dürft ihr jetzt vor ein paar Tagen ein cooles, freshes, neues Fortnite-Video online gekommen sein. Ich verlinke es euch auch unten in der Videobeschreibung.